Love the balls. That's the NFL ball. Yeah, I know. You're awesome. Fertige Summe hier in Wien, die Vienna Vikings, eine der zwei Franchises aus Österreich. Heute wurde ein Investor präsentiert. Wie aufgeregt ist die Elf darüber, dass ja, ein mehrfacher Eurobowl-Champion und eines der dominanten Teams von Europa, das ist selbst gesagt bei der Pressekonferenz, jetzt ein Teil dieser European League of Football ist? Ja, wir freuen uns natürlich riesig, weil, wie in der Pressekonferenz schon gesagt, wir haben hier ein etabliertes Franchise mit einer erstklassigen Organisation dahinter, mit einer Akademie. Also steht ja, es geht ja nicht nur um das ELF-Team als Company mit dem Investor, sondern was steht dahinter, welche Geschichte steht dahinter, wie ist der Verein gewachsen mit Karl Wurm, der wahrscheinlich seit Tag 1 dabei ist. Das ist natürlich für uns das Idealszenario, deshalb sind wir froh, dass Wien dabei ist. Insgesamt wurde die Liga um 4 Teams erweitert. Das schlussendliche Ziel sollte sein, 24 Teams. Genau. Ist das nach wie vor so geplant? Das ist der Plan, 24 Teams aus 10 bis 12 Ländern, eher 12 als 10. Das ist der Plan und wir sind genau im Soll mit 4 Teams dieses Jahr, 4 Teams nächstes Jahr, dann sind wir bei 16 und so wachsen wir, glaube ich, in der Geschwindigkeit weiter, die auch gesund ist, weil wir müssen ja als Liga auch hinterherkommen in allen Bereichen. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir die Teams, die wir jetzt dabei haben, am Start haben und ja, nächstes Jahr kommen 4 dazu. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass der Football definitiv davon profitieren wird. Einmal, dass die NFL nach Deutschland kommt. Zweitens, dass wir mit der European League of Football eine europäische Liga hat, die überall im Free TV ist. Das heißt, unser Sport hat mehr mediale Exposure. Das ist gut für unseren Sport. Ja, natürlich, wenn man eine Liga darunter ist, findet man das nicht so schön. Und uns ist auch ganz bewusst und mir natürlich bewusst als Vereinskind, dass die Basis des Sports wird immer der Vereinssport bleiben. Und das ist auch gut so. Da wollen wir auch gar nicht dran rütteln. Wir wurden ja auch schon oft gefragt, warum wir keine Jugendmannschaften haben. Ja, ganz bewusst nicht, weil wir den Amateursport und den Jugendfootball wollen wir in den Händen des Verbandes lassen und nicht den gewachsenen Sport kaputt machen. Weil ich bin der Meinung, dass wenn jetzt die Hamburg Sea Devils, Berlin Thunder anfangen, Jugendfootball zu machen, dann würden tatsächlich in Berlin, in Hamburg die Topspieler ihre alten gewachsenen Vereine verlassen, um für das ELF-Jugendteam zu spielen. Das wäre nicht der richtige Weg, sondern wir müssen immer noch, wir sehen uns als Level oben drüber und finden es gut, dass es die Ausbildung gibt und unser Ziel ist natürlich, mit allen Verbänden zusammenzuarbeiten. Wir haben jetzt mit Italien Agreement gefunden, mit Ungarn. Boah, wir sind da dran. In Italien war ich auch, um mit dem Verband zu sprechen, tatsächlich. Und um da tatsächlich klar zu machen, ja, pass mal auf, wie können wir helfen, den Football zu verbessern? Sei es durch Schiedsrichterkliniken, Coacheskliniken, kann es da eine Zusammenarbeit geben? Weil es gab im letzten Jahr ja durchaus, war es ja schon in aller Munde, dass der italienische Verband allen Spielern verboten hat, für die italienische Nationalmannschaft zu spielen, die in der ELF gespielt haben. Das finden wir natürlich sehr schade und deshalb haben wir uns hingesetzt, darüber gesprochen und haben Konsens gefunden. Und darüber bin ich froh und ich hoffe, dass wir den Konsens hier in Österreich finden und auch in Deutschland irgendwann finden. An mir, an uns soll es nicht liegen. Sportlich gesehen, hast du auch bei der Pressekonferenz gesagt, du hast einen Geheimfavoriten und der trägt Lila. Das könnte jetzt Frankfurt sein oder das könnten jetzt die Vikings sein. Wie stark schätzt du die Wiener ein und auch die Innsbrucker Franchise? Also beide österreichischen Teams werden auf jeden Fall vom From the Jump competitive sein. Ich kenne die beiden Teams seit Jahren. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie um den Titel mitspielen. Aber es ist immer noch Sport. Und das ist natürlich jetzt schwer einzuordnen, weil sie jetzt in ein Ligakonstrukt kommen, was es vorher so noch nicht gab, mit den Vikings, mit den Raiders. So, Frankfurt ist ziemlich stark, Hamburg ist stark, Berlin, Wroclaw ist stark. Barcelona hat am Ende auf einmal einen Push gemacht und noch Spiele gewonnen. Das ist schwer einzuordnen, aber ich glaube schon, dass beide österreichischen Teams in ihrer Division vorne mitspielen, um die Playoffs.